Ist lecker die Zitrone, sagst du? Ja. Willkommen in Granada in Spanien. Wir haben Überflutungen in ganz Südspanien, Andalusien, das Bundesland, in dem wir gerade sind. Aber am schlimmsten hat es Valencia getroffen. Da waren wir noch vor 2 Monaten. Mhm. Wir kennen dort einen Ukrainer Stan. Den schreiben wir mal an und fragen den mal, wie es denen so geht. Ja. Aber wir sind in Sicherheit. Uns geht's gut. Wir sind extra in die Berge gefahren. Da kann es auch schlimm sein, wenn es zu viel Regenfälle gibt, dann kann ein Erdrutsch kommen oder sowas. Wir haben jetzt einen schönen Nachbarn bekommen da vorne. Der reist durch das Land und sammelt Proben von Olivenbauern ein. Auch ein geiler Job, ne? Mhm. Das ist eigentlich perfekt. Hammer. Olivenöl testen. Er war gerade eben noch unten in Granada, sagte, da scheint alles okay zu sein. Du warst vorgestern noch in Granada, als es angefangen hat. Da sagtest du, der Parkplatz hat schon langsam Wasser aufgebaut. Wir fahren gleich auf jeden Fall hin und gucken nach, wie es da so ist. Der Nachbar hat uns so eine Öl- und Balsamico-Probe gegeben. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ich muss den eben mal das Geschirr zurückbringen. Dankeschön. Naja, wir hatten aber auch schon eine Erfahrung mit Überflutung, ne? Ja. Hatten wir das? Mhm. Hatten wir das? Ja, in Frankreich. Das Wasser kommt. Oh shit. Krass, ne? Ich weiß noch nicht mal, ob wir rauskommen. Aber wird schon gehen. Ah, war das schön, zu den Flüssen aufzuwachen. Ach, Auto fast am Absaufen. Mhm. Das Lustige ist, da ist einer von der Stadt hergelaufen, hat den Fluss komplett kontrolliert, unsere Autos gesehen, aber dachte sich, das sind einfach nur 2 Autos, die da stehen und nicht, wo irgendwelche Leute drin pennen. Aber ich habe seine Stimme gehört, habe rausgeguckt und dann gemerkt, irgendwie ist die Landschaft so anders, was ist hier los? Das ist brutal, wie das Wasser ansteigen kann. Das ist ja auch die größte Flut seit 30 Jahren hier in Spanien. Die sagten, von jetzt auf gleich stand das Wasser 2 Meter höher als sonst. Die nennen das so einen Cold Drop, also weil plötzlich die Temperatur so krass gesunken ist und es dadurch viel geregnet hat. Ja, dort hatten wir den Salat. Mit einem Camper hat man natürlich die Chance, einfach sein komplettes Zeugs wegzufahren, so wie wir das auch gemacht haben. Beim Haus geht es natürlich nicht, aber weiß nicht, ob ich das jetzt so nur als Vorteil sehen würde, weil andererseits, wenn wir jetzt in Valencia stehen, das Auto ist das erste, was weggespült wird. Auf jeden Fall. Also das ist schon heftig. Man sieht ja die Videos und Fotos hier aus Spanien, wie Autos sich teilweise stapeln. Ja, ey, ich würde echt gern Stan schreiben, weil ich einfach wissen möchte. Ich bin sehr gespannt, was Stan dazu sagt. Mhm. Nachts über kam die Flut und da sofort zu bemerken, dass das Wasser kommt und dann noch wegfahren können, weiß ich nicht. Der Grund, warum wir hier hochgefahren sind, ist, weil wir das auf der Wetter-App gesehen haben, dass da wirklich dunkle, fiese Wolken auf uns zukommen. Und weil wir schon schlechte Erfahrungen gemacht haben. Es muss ja nur nicht mal ein Unwetter sein. Das Wasser in den Flüssen steigt einfach, wenn es regnet und ja, ein paar Autos sind als erstes dran. Du gehst Musik machen. Mhm. Hier kommen dich dann gleich stören. Mhm. Aber erstmal zeige ich euch die Wetter-App. Und es gibt noch andere Karten, die Flutungen vorherberechnen. Zur Prävention von solchen Naturkatastrophen gibt es Karten, wie zum Beispiel von Europa EU. Wenn wir uns da Valencia ansehen, dann sehen wir einzelne Flüsse, die markiert sind. Die Flüsse gehen viel weiter ins Inland rein, aber es wird geschätzt, dass ab hier eine Überflutungswahrscheinlichkeitsschwelle überschritten wird. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es hier überflutet, höher ist. Es gibt auch noch detailliertere Karten wie von flutmap.net. Detailliert ist wahrscheinlich der falsche Ausdruck. Hier ist Valencia einfach komplett blau eingemalt. Es gibt hier noch eine Pro-Version. Die habe ich mir nie geholt. Die werde ich auch nicht ausprobieren. Am besten finde ich tatsächlich die Karte von fm.com. FM Global ist eine Firma, die Versicherungen berät. Haut er ab? Ja. Ciao. Okay, zurück zum Thema. Viel Ablenkung heute. FM Global ist eine Firma, die Versicherungen berät. Da geht es um saumäßig viel Geld. Das heißt, deren Informationen müssen akkurat sein und schaut euch an, was die online stellen. Valencia und südlich von Valencia gibt es eine Riesenfläche, die als Überflutungs- oder eher gesagt Naturkatastrophen wahrscheinlich eingestuft wird. Hier sieht man es noch schön. Flut, moderate, also mittelmäßig, hoch. Haben wir hier hoch, alles hoch, ne? Da können wir auf Earthquake, Erdbeben einstellen, da haben wir hier ein bisschen Erdbebenwahrscheinlichkeit. Das ist dieselbe Karte, die wir dann in Frankreich für uns entdeckt haben, wo die Markierung dann wirklich bis vor unser Auto ging, also absolut präzise war. Und natürlich die letzte Karte, die wir noch verwenden, ist die von wetteronline.de. Es gibt da den sogenannten Regenradar. Da sehen wir, wie in den Nachrichten aktuell gesagt wird, wurde Valencia überflutet und diese Wolken bewegen sich langsam, aber sicher Richtung Barcelona. Man erwartet, dass Barcelona geflutet wird, Lana. Geil, ne?
Natürlich nicht. Ah. Schaut euch diesen dicken Wemser hier an, der sich hier fortbewegt. Die Prognosen sind, finde ich, ganz okay, wenn wir auf morgen gehen. Okay, dann sieht's eigentlich ganz anders aus. Wie man auf der Karte gesehen hat, hier ist es leicht bewölkt. Die bösen Regenwolken sind weg. Wir können eigentlich Richtung Granada runterfahren. Check, okay. Gucken wir uns das mal an. Ne? Ja. Okay, ich bin gespannt, was da für ein Schaden entstanden ist. Ja, wegen des Hundes vom letzten Video. Das ist der alte Mann, der sich um sie kümmert. Der kommt hier tatsächlich jeden Tag hoch und gibt ihr was zu essen. Also sie ist versorgt. Zeig mir, wo du wohnst. Ja, hier oben gibt's überall so kleine Höhlen, da hinten ist noch eine. Das heißt, das wird dann ihr Wohnkomplex sein. Die hat garantiert auch hier irgendwo Essen gebunkert. Ihr wird's gut gehen, da bin ich mir sicher. Als Abschiedsgeschenk reibe ich meinen Geruch hier dran und setze hier ein super Leckerli hin. Oh ja, 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 das ist ja alles Schlamm hier. Ich weiß nicht, ob ich da durchkomme. Ihr seht, ist das der typische Überflutungsschlamm. Das ist so richtig kletschiges Zeugs. Da ist schon einer am Werkeln. Ich weiß nicht, ob ich hier durchkomme. Sieht eher nicht so aus, ne? Hier bleibe ich auf jeden Fall stecken. Ja, da muss ich eine andere Route finden. Ich merke, das ist glatt wie Eis. Und das stinkt, weil das natürlich auch mit den Fäkalien vermischt ist, wisst ihr? Boah, schaut mal, hier kann man deutlich erkennen, wie hoch das Wasser tatsächlich war. Da vorne ist ein Stück von der Erde abgetragen. Und das alles ist darüber Richtung Meer geflutet worden. Boah, nee, hier komme ich nicht weiter. Lanas und mein Weg haben sich getrennt. Sie ist irgendwo da im Schlamm fast stecken geblieben. Kommt da nicht weiter. Das heißt, ach, da kommt sie schon zu Fuß. Das heißt, wir warten hier, nehmen sie mit. Hallo. Und fahren dann zu einer Stelle, die moderate Überschwemmungswahrscheinlichkeit hat. Und dann gucken wir uns erstmal eine Stelle an, die eine hohe Überschwemmungswahrscheinlichkeit hat. So, wir kommen da auch auf jeden Fall nicht hin. Wir lassen das Auto dann hier einfach stehen. Wie man sieht, Matsche und irgendwie alles zugebaut. Wie weit ist das? Ein Kilometer oder so? Ja, kein Problem. Lana hat noch rausgefunden, dass es dort eine Therme gibt oder sowas. Also haben wir mal prophylaktisch hier ein paar Schwimmklamotten mitgenommen. Wenn das nicht total überflutet ist oder sowas und nach Scheiße stinkt. Ich finde, du hast es vorgeschlagen, dann musst du reinspringen, no matter what. Ne, findet ihr doch auch, ne? Ist bestimmt gut für die Haut. Sieht aber nicht zerstört aus oder so. Hier sieht man ein bisschen was von der Flutung. Also ja, das Wasser ist hier auf jeden Fall auch total übergeschwappt. Aber es hält sich noch in Grenzen, ne? Ja. Oh ja. Ist richtig warm, ne? Ja. Ist mega warm. Guckt euch das Ding an, ey. Ja, ist ein Traumhaft. Wo hast du das wieder gefunden? Ich muss aufpassen, hier sind viele nackte Hippies. Die soll ich nicht filmen. Ein Musiker, den ich hier kenne, der hat das in seinen Stories gepostet und ich direkt so, okay, heiße Therme Granada. Okay. Wir entspannen uns hier erstmal eine Runde, ne? Ja. Und dann geht's erstmal weiter. So, zwei Stufen vor zu heiß. Also beim Reinkommen muss man sich echt dran gewöhnen. Das ist die perfekte Badewanne. Alter. Das ist echt die perfekte Badewanne. Dana hat sich natürlich die Kontakte geholt. Natürlich haben wir wieder gemeinsame Bekanntschaft. Ja, klar. Hey, soll ich ja mal so ja, du kennst ja auch alle. Guck dir einfach das mal an. Ja. Hier. Aber das ist kein überflutetes Gebiet hier. Deswegen geht's weiter. Abgefahrener Ort, ne? Ja. Wie kommt es, dass eine heiße Therme oben auf dem Berg ist? So, das heißt, wir packen jetzt die Sachen, fahren durch diese schlammige Gegend wieder hier raus. Hoffentlich überleben wir das. Und dann geht's nach Granada zurück. Und heute wird's dunkel, das ist dann doof mit Filmen. Also geht's dann morgen weiter. Da wären wir mitten in Granada.
Mittlerweile ist die Todeszahl auf 160 Leute gestiegen. Wird wahrscheinlich auch noch viel höher gehen. Wir gucken mal auf der Karte, wo es die höchste Flutwahrscheinlichkeit gibt. Das sind diese dicken Flüsse, die hier überall lang führen. Die fangen eigentlich viel weiter oben an, aber erst im unteren Bereich sammelt sich das Wasser und kann dann überlaufen. Hier gibt es überall gigantische Berge, da wird dann alles so runtergespült. Es ist mittlerweile auch klar, was passiert ist. Es hat ganz viel mit Luftfeuchtigkeit zu tun, genau wie im Camper. Wenn wir unseren Wohnraum aufwärmen, dann sammelt die warme Luft quasi die Luftfeuchtigkeit auf. Und falls aus irgendeinem komischen Grund plötzlich alles eiskalt da drin wird, dann kann die warme Luft die Feuchtigkeit nicht mehr tragen und alles wird nass da drin. Alles etwas übersimplifiziert, aber genau das ist auch hier passiert. Das Wasser am Meer war sehr warm und es kam eine Kaltfront, die Luftfeuchtigkeit, die aus dem Wasser rauskam, einfach so fallen lassen hat. Und jetzt gehen wir zu den Stellen, die besonders kritisch sind. Lana hat mir bereits gesagt, dass Stan, der in Valencia ja momentan ist, wo es am schlimmsten war, sich bereits gemeldet hat, ihm geht es gut. Seine Nachrichten gucken wir uns gleich mal genauer an. Ja, schaut mal, wen ich gesehen habe. Du warst ja voll im Tunnel drin. Was machst du da? Ich regel die Frequenzen für das nächste Video, was ich heute hoch. Du kaufst Aktien, so sieht das aus. Genau. Na? Na? Hast du. Du siehst aus, als könntest du Cola und Pommes vertragen. Ja. Bitteschön. Okay, ich sehe, du bist beschäftigt. Wir gehen weiter, ne? Mhm. Dann, du gehst heute noch basken, Musik machen. Okay, dann schickst du den Standort, dann kommen wir da auch vorbei. Ja, die normalen Wohngebiete sind eher nicht betroffen. Granada ist auch auf 600 Höhenmeter. Das heißt, die werden hier wahrscheinlich Systeme haben, die schnell das Wasser ableiten können. In Valencia, das ja so ziemlich auf Meeresspiegelhöhe ist, ist das nicht möglich. Jedoch ist Granada auch für ihre topografische Vielfalt bekannt. Es gibt hier sogar Skigebiete und diese riesigen Berge haben Unmengen an Wasser in die Stadt reingespült. So, und da wären wir. Das ist der Rio Genil. Und die letzten Wochen ist hier einfach nur so ein kleiner Bach in der Mitte runtergelaufen. Man sieht hier an dem ganzen Schlamm, wie viel das abgetragen hat. Aber der Rest der Stadt ist beschützt von diesem Kanal. Hammer. Ja, und es läuft vergleichsweise immer noch sehr viel Wasser hier. Man sieht das immer wieder, dass die Städte oder Länder solche Kanäle bauen. Am heftigsten sieht man das in Griechenland. Die haben da jedes Jahr solche Überschwemmungen, dass die gigantische Kanäle, also wirklich... Das ist dann ein Pipi-Kanal gegen. Man kann sich das einfach nicht vorstellen, wie riesig die sind. In Deutschland kennt man sowas ja gar nicht. Aber in wärmeren Ländern, besonders an der Küste entlang, bereits in Barcelona haben wir das gesehen, aber da sind die Kanäle eher unterirdisch. Ich kann das ja mal einblenden, wir sind auch in einen reingelaufen. Man kann sich ja kaum ausmalen, was da los sein wird. Die Wolken bewegen sich nämlich gerade Richtung Barcelona. In Valencia hatten die 800 Liter pro Quadratmeter, was... außerirdisch krass viel ist. Mittlerweile ist der Niedergang auf 200 Liter pro Quadratmeter runtergegangen, was immer noch verdammt viel ist. Also diese Kanäle, die werden auf jeden Fall rappelvoll sein und es wird wahrscheinlich auch vieles an den Straßen runterlaufen dort. Und hier hatten wir auch ungefähr 100 Liter pro Quadratmeter und das Wasser fließt ja immer noch deutlich ab. Ja, hier sieht man, dass wohl mehr Wasser aus Albaicin kommt und deswegen gehen wir da jetzt hin. Das ist ein Paradebeispiel von so einem Tunnel. Da sieht man eine leichte Markierung, also das Wasser war schon auf über einen Meter Höhe. Und so wird alles in Kanälen zusammengeführt und Richtung Meer abgespült. Da vorne ist immer noch feuchter Schlamm, also das war alles hier voll mit Wasser. Steht natürlich nicht im Vergleich zu Valencia oder sowas. Aber wie man sieht, ist Granada offensichtlich vorbereitet. Boah. Sowas habe ich in Valencia nicht gesehen. In Barcelona habe ich sowas auch noch nicht gesehen. Da hat die Stadtplanung auf jeden Fall vorgesorgt. Okay, das ist heftig. Hier ist alles voll mit diesem Ekelschlamm gewesen. Bis hier oben hin ist das gestiegen. Ja, das sind ja über zwei, würde ich sagen. Das ist ja so ein beliebter Platz zum Chillen hier. Und so sah es hier vor nicht aus. Deswegen, wenn es Unwetterwarnung gibt oder selbst wenn nur dunkle Regenwolken auf euch zukommen, dann stellt euch lieber weiter oben hin. Aber hier in Granada scheint der Kanal die Bevölkerung gut geschützt zu haben. Die sind alle wohlauf und machen hier ihre Geschäfte auf dem Käsemarkt. Die Straßen sehen hier auch sehr sauber aus. Ja, das ist wahrscheinlich, weil die Berge um die Ecke sind und die hier regelmäßig irgendwelche kleinen Flutungen haben. Oder weswegen wir jetzt nach Albaicin gehen.
Dieser Stadtteil ist nämlich hunderte Jahre alt und die haben sich damals bestimmt nicht auf solche großen Flutungen vorbereitet. Mal schauen, wie es da aussieht. Ist schon ein bisschen älter hier alles. Also das Einzige, was das hier retten würde, wären solche Kanäle, die unterirdisch gebaut wurden. Und das ist sie. Das ist die Gasse, die ich sehen wollte. Hier ist auf jeden Fall was runtergekommen. Aber ich scheine hier keine Schäden oder sowas zu sehen. Also scheint hier irgendwie alles gut gelaufen zu sein. Nur so in einzelnen Gängen wie hier. Hier riecht es noch total feucht. Und man sieht es überall wahrscheinlich, weil hier ein Riesengarten ist. Hier sind die Ablasslöcher für das Wasser und das sickert dann immer noch runter. Das hat die letzten Tage gar nicht mehr geregnet und es ist immer noch alles nass hier. If you have a lot of floods here, with water here, problems with the water, the floods, no? Okay. Ist ja auch alles ganz weit oben, das heißt, wir müssen da runter. Ist ja auch alles ziemlich oben auf dem Berg, da läuft das Wasser ja schnell wieder ab. Gucken wir nochmal schnell, was da unten so abgeht. Und nichts. Krass, ist schon heftig. Vor ein paar hundert Jahren wussten die Leute besser, wo sie eine Stadt vernünftig hinbauen, ohne dass sie geflutet wird, als heutzutage. Und zwar einfach in die Berge hinein, genau dort, wo man sich auch hinstellen sollte. Boah, was bin ich froh, dass es die hier nicht erwischt hat. So, Lana ist auch wieder dabei. Hallo. Und siehst du, wie hier noch alles feucht ist? Ja. Hier besonders. Es riecht auch noch. Es riecht auch noch, ja. Krass. Da ist der ganze Weg wird dann zum Bach. Mhm. Hallo. We were playing in there. Oh, just there. Yeah. Oh my God, okay. It's too loud for me, because my voice is so soft. So. Ja, wenn euch Lanas Musik gefällt, dann schaut ihren Kanal an. Solana The Artist auf YouTube. Ist mal wieder ein neues Video oben. So, und wir gehen jetzt zurück gucken, was Stan uns geschrieben hat, der ja in Valencia ist, der Ukrainer, der Alte. Ja. Und dann gehen wir zurück und gucken, wie man solchen Naturkatastrophen als Camper aus dem Weg gehen kann. Nach dem Spielen. Das wohlverdiente Mal. Ja, ich muss dich ja immer noch verwöhnen. Aber stell dir vor, hier würde jetzt überall Wasser stehen. 2 Meter oder so, alles weggespült. Man ist echt froh, dass wir nicht betroffen sind, aber es ist auch krass daran zu denken, dass manche Leute ja jetzt gerade echt leben mussten. Ja, in Valencia, wo wir waren, da buddeln sie jetzt mit Schaufeln herum und graben Leute aus und so. Ne? Das ist fürchterlich, ne? Das ist schon. Ich habe auch Kommentare bekommen, wir sollen hinfahren und mit den Schaufeln helfen. Aber ich glaube, die kriegen jetzt Milliarden von der EU. Das heißt, da sind jetzt Profis am Werk. Da würden wir nur im Weg stehen. Ich weiß gar nicht, ob man da hinkommt, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube, das Abgesperrte darf es wahrscheinlich gar nicht dahin. Ja. Ey, die Leute kommen ja immer an dem Fenster vorbei und gucken rein. Ja. Sollen wir mal so richtig blöde winken, wenn die gucken? Wir sind da. Der Kanal wird jetzt aber echt mit Leuten überflutet, anstatt mit Wasser. Wahrscheinlich alle aus Valencia hier hingefahren. Ja, wir sind gestern zum Auto zurückgekommen, sind pennen gegangen, morgens wach geworden. Die Polizei war da und hat uns weggeschickt. Deswegen stehen wir jetzt hier ein bisschen in den Bergen. So, liebe Lana, hat der Stan geschrieben? Ja. Jetzt bin ich gespannt. Den treffen wir ja vielleicht in Portugal wieder, ne? Ja, stimmt. Hey Solana, yes, like this area so far is okay in our areas, but like you see the rest is just like, it's crazy. How about you guys, where are you right now? Okay, cool. Ja, wir haben den Stan nördlich von Valencia kennengelernt und wie wir auf der Karte gesehen haben, ist der Hauptüberflutungsteil südlich von Valencia, also ihm geht's gut. Boah, wie krass, ne? Dass einfach so ein Zufall, so eine Parkplatzwahl so über Leben und Tod entscheiden kann. Ja, das ist schon krass. Nur weil der im Norden da steht. Wahnsinn, ne? Und das Einzige, was ich von ihm gesehen hatte, waren noch so Stories, wo die ganzen Supermärkte einfach komplett leergeräumt sind. Seine Stories? Ja. Dadurch, dass wahrscheinlich in anderen Gegenden so viele Überflutungen waren, konnten keine Lieferanten mehr kommen. Und da haben auch manche Leute natürlich Panikkäufe gemacht und sowas. Und ach so. Da war einfach echt so viel leer. Fleisch war komplett weg. Wasser war komplett weg und teilweise Gemüse auch und sowas. Das ist schon
Heftig. Ja, krass, Panikkäufe. Ja, wie man das von Corona kennt, ne? Ja. Heftig. Ja, es ist traurig. Egal. Ich bin echt froh, dass es denen gut geht. Ja, dann gucken wir uns mal an, was man so als Camper machen kann. Wir haben ja die Überflutung bereits angesprochen. Es gibt noch andere Naturkatastrophen. Wir reden jetzt von Naturkatastrophen, nicht von Umweltkatastrophen. Also solche Sachen wie Smog oder Tschernobyl oder diese riesige Explosion in Beirut, die größte nicht-nukleare Explosion der Menschheit, die ja vor ein paar Jahren passiert ist, werden wir nicht besprechen, sondern eher sowas wie kalte Winter, wie wir es 2022, glaube ich, hatten. In Amerika so viel Sachen zugefroren und Strom ausgefallen ist. Die haben ja, ich weiß nicht, Milliarden ausgegeben, um alles zu reparieren. Und die Menschen haben drunter gelitten. Beim Schnee ist es natürlich so, dass man einfach wegfährt. Was für eine andere Wahl hat man? Ich habe meinen Camper extra selber ausgebaut, weil ich genau wissen will, wo und wie die ganzen Isoliermatten drin verbaut sind. Das Holz kann ich auseinandernehmen. Bei der Sturmflut haben wir jetzt bereits gesehen, dass man sich da am besten etwas in die Berge verzieht. Das Wasser fließt viel besser ab, wie die Frau in Al-Baisina bestätigt hat. Das ganze Wasser sammelt sich immer da unten. Da wäre es dann katastrophal zu stehen. Genauso wie bei Starkregen oder Hageln. Wenn ihr in der Stadt seid, dann habe ich den Tipp, fahrt in so ein Parkhaus hinein. Beachtet, ob euer Van da reinpasst. Ich muss das bisher noch nicht machen. Ich weiß das nur von anderen Campern. Fahrt auf jeden Fall da rein. Wenn ihr einen Tornado oder die totale Oberhitze habt, ich habe ein Hitzevideo gemacht, diese Tipps könnt ihr natürlich verwenden, aber wenn es wirklich katastrophal ist, dann fahrt in eine Tiefgarage rein. Beachtet wieder die Höhe eures Fahrzeugs. Haut euch nicht euer Dach kaputt. Da ist es kühl drin, das ist tief in der Erde. Ihr seid geschützt von irgendwelchen Sachen, die herumfliegen. Nur passt auf, dass dann nicht irgendwie eine Sturmflut kommt und alles geflutet wird. Bleiben nur noch Ungeziefer, wird uns wahrscheinlich auch nicht treffen, aber ich spreche das gerne an. Jeder hat das mal erlebt, irgendwelche Ameisen oder Viecher, die ins Auto reinkommen. Fahrt weiter. Legt euch nicht mit denen an, da habt ihr keine Chance. Und zu guter Letzt, ganz wichtig, Erdbeben. Wenn ihr im Auto seid, fahrt an Straßenrand und bleibt stehen. Haltet Abstand zu Gebäuden, Sachen fallen runter. Bleibt auch wirklich stehen, bis das Beben aufhört. Stellt euch nicht auf Brücken, nicht an Unterführungen oder sonst irgendetwas. Und wenn ihr euer Auto verlassen müsst, dann schließt nicht ab. Und lasst den Zündschlüssel stecken, weil das kann gut sein, dass ihr mit euren und noch anderen Fahrzeugen die Straße versperrt und dann Not und Sicherungskräfte nicht mehr durchkommen. Ganz wichtig. Übrigens auch im Tunnel, wenn dort ein Brand ist oder sowas und ihr flüchten müsst, lasst das Auto offen und den Zündschlüssel drin, damit die Feuerwehr die Fahrzeuge wegschieben kann, um durchzukommen. So, liebe Lana. Lieber Tobias. Und was haben wir heute gelernt? Muss ich drüber nachdenken. Okay. Dann lese ich die Spenden schnell vor, ja? Ich habe dich, glaube ich, angespuckt gerade. Richtiger Gentleman. Die erste Spende von der Gentler. Das passt ja. 2,50, Dankeschön, mein Lieber. Mr. Keander, super Content, vielen Dank dafür. Ja, für euch. Content für euch. Hier sind... Ich glaube, verdammt, darüber haben wir gesprochen, wie man das ausspricht, weiß ich nicht. Und danke für das tolle Video, bringt mich immer zum Lachen. Hast du dir die Zähne aufgehauen oder so? Nein. Okay, ja, sie bringt dich immer zum Lachen, glaube ich. Sebastian Marquardt für den Algorithmus. Auf den Algorithmus. Mhm. Ich gucke gar nicht mehr auf die Zahlen, ja, das ist mir genau. So egal. Ich mache einfach nur weiter. Lasst es euch immer gut gehen, ihr seid so sympathisch. Was war das? Hebt immer all euren Müll auf. My Buddy Kalt, danke für deine Videos, mach's einfach vor, dir sie anzuschauen. Du kommst ehrlich rüber, weiter so. Tovi 250 für Lanas sympathisches Lachen. Ah, vielen Dank. Was war das? Das habe ich ja noch nie gehört. Oh mein Gott. Sebastian Wanderer, 10 Euro. Danke, wir haben zu danken, Herzblatt. Stefan 250, macht weiter so. Auf jeden Fall. Energiewechsel, danke. 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 Andrea mal wieder. Hallo Andrea. Hallo Andrea. 10 Euro mit der Bitte, ein Snack Hundefutter zu kaufen. Ein Sack Hundefutter zu kaufen. Die armen Fellnasen on Tour zu füttern. Perfekt. Ja. Weil ich habe meine Snacks an den kleinen... Ja. Komplett das, was ihr heute im Video gesehen habt, das war das letzte Leckerli, das ich hatte. Ja. Achim Paschen, 100 Euro. Weiter so, ihr beiden. Und bitte mit Lana teilen. Okay, das ist gut. Danke. Ja, weil wenn ich das kriege, ist so was... Wow, Alter. Ich pack das ja alles zurück in die Videos, ne? Ja. Das sind einfach so, ich weiß, das sind solche Mengen, weißt du? Und wenn ich das mit dir teilen kann, dann ist das so... Okay, ein bisschen Verantwortung abgegeben. Aber ich danke. Also es ist ja, Achim. Lieben Dank. No homo. Danke für die Unterhaltung und tollen Tipps. Macht weiter so. Ali Apfelsaft. Ali Apfelsaft. Was war das denn? Haradi. 5 Euro, ihr seid super. Du bist super. Du. Elux schreibt, hey Tobias, ich bin ein Schwert.
Schweriner MV durch einen Stealth-Van-Lover auf deinen Channel aufmerksam gemacht worden. Die Energie schon bei. Wir wollen doch hier ein bisschen bleiben, oder nicht? Wir haben heute schon mit der Polizei zu tun gehabt. Da will ich nicht noch mal. Ich bin auch ein absoluter Fan. Geil. Gefällt mir mega gut, was ihr Penner für ein tolles Team seid. Danke, Tim. Danke, danke. Billy the Kid. Eine TV-Serie? Nein, ja, Billy the Kid Drama Series. Weißt du was? Ja. Gucken wir uns an. Okay. Danke, wir haben zu danken. 30 Euro. Super. Billy the Kid. Danke. André Marburg. 20 Euro. Ihr wisst es vielleicht noch nicht, aber wenn ihr so weitermacht, dann werdet ihr sehr erfolgreich werden. Ach, herzlichen Grüß an euch beide. Sehr erfolgreich. Danke für den Support. Dann werde ich mir auch die Zähne weiß bleichen. Und ich bin als erfolgreicher Mensch, muss ich das machen und nur noch in Smoking rumlaufen und sowas. Ja. Hallo vom G-Strand aus dem Bremer Umland. Cuxhaven, und also Nordsee und dann dort oben Richtung Kiel. Wir müssen einmal komplett Norddeutschland. Ja. Wir müssen irgendwie noch alles. Ne? Ja, ist so. Wir sind mit unserem Wechsel zu Hause namens Hutzel unterwegs und möchten euch beide herzlich grüßen. Grüße zurück. Wegfahrt zu Hause, ja. Miles meets Moments, danke. 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 Wir haben zu danken, wie immer. Sascha, vielen Dank für die tollen Videos. Wir haben uns auch gerade einen Camper gekauft und würden am liebsten darin leben. Influenced. Influenced. Ist aber leider momentan nicht möglich. Du erwähnst, dass Lana Geld braucht. Würde mich freuen, wenn du es an Walter Lana leiten kannst. Dankeschön. Ich bin froh, dass ich euch vermitteln konnte. Und MacClown 007 Gurken Gaming. 20 Euro. Boah, besten Dank für dich und Lana zum Verfressen. Ja! Oh, die Hunde bellen wieder. Psch. Für dich und Lana zum Verfressen. Ihr seid einfach die Geilsten. Macht immer Spaß, euch auf YouTube zu sehen. Das freut uns. Das freut uns sehr. Ich habe übrigens jetzt auch ein Instagram, wo ich einfach so Bilder drauf poste. Die bannen mich irgendwann. Die blockieren nach 100 Bildern am Tag, dass ihr dann noch weiter hoch... Die löschen einfach eure Bilder. Da will ich dann einfach immer aktuelle Bilder hochladen und versuche irgendwie mit Leuten in Kontakt zu kommen von irgendwelchen Städten, wo wir dann hinfahren, dass wir dann noch geilere Videos machen können. So, und jetzt die 1-Million-Euro-Frage. Was hast du gelernt in dem Video? Also erstens war das sehr furchteinflößend, weil das natürlich so plötzlich passiert ist und einem dann erstmal bewusst wird, wie schnell das gehen kann, ne? Und ich habe gelernt, auf jeden Fall öfter auf die Wetter-App zu gucken. Ja. Ich bin auf jeden Fall super dankbar, dass wir in Sicherheit sind und schätze meine Tage jetzt noch mehr. Ich habe gelernt, dass ich auf jeden Fall mehr auf die Stadt achte, auf die Umgebung achte. Auf die Wetter-App gucke ich ja sowieso immer. Mhm. Aber ich fand das sehr beeindruckend. Da warst du nicht bei. Wir sind die Kanäle entlang gegangen in Granada. Wenn ich dann sowas sehe, weiß ich ab jetzt, yo, Alter, hier bin ich sicher. Und noch für mich persönlich hat das in Erinnerung gerufen, dass man sein Van eher für die schlechten Tage ausbauen sollte und sich vorbereiten sollte als für die tollen Tage. Dass wir zum Beispiel diese Jumper-Cables, diese Starter-Batterie-Kabeln haben oder Abschleppseil habe ich ja auch immer jetzt dabei. Das ist auch echt wichtig. Das ist geil. Stell dir vor, ich wäre in der Matsche stecken geblieben. Dann hätte mich so ein Bagger-Typ, der da am Werkeln war, locker rausziehen können. Bereitet euch auf die schlimmen Tage vor und nicht auf die guten. Ja. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann in ein paar Tagen wieder. Ihr Schokohäschen. Ja, und? Wir sehen uns unterwegs. Ah, meine Stimme. Wir sehen uns unterwegs.